So, herzlich willkommen zurück. Ja, wir haben schon die dritte Folge. Auch da noch mal kurze Eigenwerbung für unsere Community, vielmehr für Menschen, die auch abends mal zusammen sich unterhalten möchten, wo die, wenn die nach Hause kommen, nicht mehr allein im Singleplayer irgendwie rumspielen, wo man zusammen lachen kann, wo man weinen kann, wo man respektvoll miteinander umgeht, auch dieses ganz wichtige respektvoll umgehen, egal ob welche Macken ein Mensch hat, weil irgendwo haben wir ja alle Macken, das sind wir mal ganz ehrlich, wir haben ja alle irgendwo eine Macke, ne? Wenn ich mich manchmal angucke, denkt man manchmal auch, oder wenn ich mir meine Videos zum Beispiel gucke, nur das Beispiel, da denke ich mir manchmal, boah Mann, ey, bist du schrotdoof gewesen, bist gegen den Schrank gelaufen, Mann, hast du wieder eine dicke, fette Nase heute. Siehst ja aus wie, weiß ich nicht. Also, wie gesagt, wenn ihr da Lust habt, reinzumachen, einfach auch mal nur so euch unterhalten wollt, muss nicht mal LS sein oder ETS oder nur so, dann bewerbt euch bei uns. Bewerbungen könnt ihr uns schreiben im Discord oder im TS. Auch dort kriegt man mich immer wieder. Oder eben, wenn ihr Interesse habt, wie das so abläuft. Auch unsere Livestreams immer wieder werden wir auch dort regelmäßig jetzt dort immer streamen. LS zum Beispiel, aber eben, wie gesagt, das ist nicht jeden Tag oder so. Kommt einfach rein, bewirbt euch. Würden wir uns natürlich tierisch freuen. Das zum Thema im Kurz Eigenwerbung. Naja, zwischendurch muss auch mal Eigenwerbung sein, ne? Also. Ja, und mit der Karte, wie gesagt, bin ich ja auch noch gut zufrieden. Also, deswegen, wenn ich ja hier echt. Ist eben viel Arbeit, ne? Dürfen wir auch nicht vergessen. So. Ah. Ich hoffe, beides zusammen, dass wir dieses Feld noch in dieser Aufnahme fertig kriegen. Das wäre natürlich perfekt, weil dann kommen wir nämlich zusammen in aller Gocken, wo ich dieses Hafer einlagern kann. Ja, da kommt, guck mal, Leute, da kriegen wir dicke, dicke, dicke. So, manchmal weiß ich jetzt auch, wie sich Menschen fühlen, die Selbstgespräche machen. Kann das voll nachvollziehen. Manchmal denke ich mal, ja, bei dir zu Hause ist doch keiner, wenn ich jetzt irgendeiner hört und der nicht weiß, dass ich hier aufnehme oder streame oder sonstiges. Ja, der hat sie nicht mehr alle. Der tickt nicht mehr ganz. Der hat sie nicht mehr alle sauber. Es ist so, manchmal denke ich mir, könnte man das meinen, wenn manche mich das so hören würden.
solange ich nicht irgendwann auf die Idee komme und mir hier welche mit weißen Zwangsjäckchen vorbeibringen, ist alles noch im grünen Bereich. So. Oh, das ist doch. Ja, kriegen wir, glaube ich, doch nicht selbstständig komplett fertig. Aber mich interessiert immer noch das mit der Markierung. Also, das ist nämlich neu, dass wenn du jetzt da aberntest, dass du das sehen kannst. Weil normalerweise hast du das vorher nicht. Wie gesagt, das ist neue DLC. Was man aber umsonst downloaden kann, das kannst du nicht kaufen, sondern umsonst downloaden, nennt sich DLC, warum, deshalb auch immer. Ja, wenn das eigentlich ein DLC ist, hätte man das ja eigentlich auch dann bei Steam runterladen können, ist aber nicht ist immer so. Deswegen interessiert mich das da eigentlich schon, weil du siehst jetzt eben, wenn das fertig ist. Und natürlich, was man auch dazu sagen muss, was hier zum Beispiel auch der Vorteil ist, gerade wenn du nachts anmachen bist, dass du dann wirklich auch siehst, dass du dein ganzes Feld gemacht hast, ne? Vielleicht sieht man ja jetzt auch mit dem neuen DC, wenn man gedüngt hat oder so. Ich weiß es nicht. Müssen wir auch ein bisschen beobachten. Da müssen wir mal ein bisschen beobachten. Und dann mal gucken, wo wir das Ding hinstellen. Boah, eigentlich habe ich gar keinen Platz für das Gerät. Müssen wir mal gucken. Auf jeden Fall, wenn wir es irgendwo draußen stehen lassen. Perfekt. Das sieht gut aus. Oh! Scheiße! Was habe ich noch gesagt? Was habe ich noch zu euch gesagt gehabt? Ich habe Bruchzerstörung drin. Ich habe nicht geachtet. Scheiße! Bruch zerstört! Einmal hier mit Profis. Ei. Achso, wir sollten in da, wo unsere Frucht zerstört haben, wir da mal an. Eieiei, das ist natürlich wieder blöd.
Ja, das sieht echt gut aus. Das heißt, wir werden dann im nächsten Schritt. Passt doch. So. Perfekt. So, dann werden wir das noch auslängern. Das können wir schon mal öffnen. So, wo stellen wir jetzt das Fahrzeug hin? Das ist jetzt hier die Frage. Okay, ich habe eine Stelle gefunden. Nee, das kannst du ja auch nicht. Das ist ja. Ah, hier können wir das auch nicht stehen lassen. Hier auch nicht. Also wir haben echt für so ein Ding eigentlich gar keinen Platz. Hier kannst du den auch nicht stehen lassen, weil dann steht er da wieder im Weg. Also das ist echt jetzt hier blöd. Das ist blöd. Das ist echt blöd. Was machen wir denn jetzt? Ja, gut, eigentlich gehört das ja auch zum Lohnunternehmen, ne? Aber wisst ihr was? Nochmal anders. Wir haben doch hier noch Platz, ne? Sehe ich gerade. Dann lassen wir den einfach hier. Stellen wir den einfach hier rein. Was soll's? So viel brauchen wir nicht. Lassen wir jetzt hier so drin stehen. Dieser kleine Bauer. So. Mal, haben wir Ordnung. Machen wir schnell setzen. Nee. So, und jetzt ist die Frage. Wo lagern wir es ein? Ich habe kein Lager gefunden. Also, wo lagern wir das ein? Das ist hier im Prinzip mein Hof. Oh, da hat was mit Tiere zu tun. Oder könnte das. Nein, das. Wo willst du das denn später abladen?
Ich weiß noch nicht ganz, was das da ist. Auch eine Abladestelle. Also ich finde hier nichts. Mal gucken, was ist das denn? Auch Unterstand. Auch Unterstand. Also, das ist jetzt... Eigentlich ist... Das verstehe ich jetzt nicht. Hat das überhaupt irgendeinen Hof? Ich meine, eigentlich hat ja jeder Bauer auch, hat ja jeder Bauer ein Getreidelager, wo der sein Getreide reinmacht. Aber wieso haben wir das nicht? Auf dem Hof. Oder wird das sofort verfüttert und verkauft? Also das finde ich jetzt hier... irgendwie blöd. So. Genau, das ist der kleine Pferde. Hier ist aber auch nichts zum Einlagern. Ne, auch nichts zum Einlagern. Interessant. Ja, wir fahren jetzt einfach mal hier drauf. Ja, der hat einfach an eins nicht gedacht. Normalerweise hat jeder Hof, wirklich jeder Hof, oder sagen wir mal die meisten Bauern, ein Getreidelager oder so, wo die ja, ihre Getreide und so einlagern. Aber ich bin ganz ehrlich, hier ist nichts. Gar nichts. Auch der auf, der ist auch schön gemacht. Das sind eben alles, so gesagt, kleine Bauern. Das ist schon schön gemacht. Aber also ich verstehe das mit dem Lager nicht. Was machen wir denn jetzt? Verfüttern wir das denn jetzt? Wer kommt hier? Gucken wir mal, wie das aussieht, wenn ich das jetzt in den Trug reinmache. Das machen wir eben noch schnell, liebe Zuschauer und Zuschauerinnen. Wir gehen eben dahin, gucken mal eben, ob wir das verfüttern können. Und dann muss ich mir was einfallen lassen. Wie wir das mit dem Getreide machen oder mit den Hafer machen. Weil ich habe nämlich ein Problem. Ich kann das nämlich nirgendwo großartig lagern.
Wir sind jetzt hier mal im Gucken. Das könnte für Wasser sein. Das sieht nach Wasser aus da unten. Das könnte für Futter sein. Das ist es definitiv schon mal nicht. Also könnte, wie gesagt. So, dann lasst uns mal eben schnell das Ding hier int. Das Ding mal eben wegfahren. Aber hier werden wir später mal ein anderes kaufen. Das sind Unterstände, ja. Mal gucken. Bin ich mich nicht ganz so sicher. Ne, das ist auf jeden Fall für Pferde abzugeben. Ja, hier kommen definitiv die Pferde hin. Oder rein. Also das weiß ich, das eine ist definitiv für Wasser und das eine ist definitiv für Futter. Und jetzt ist eben das Interessanteste. Was kriegen jetzt die dämlichen Pferde? Oder muss man erst Pferde haben, um dass man die überhaupt füttern kann? Das könnte es auch sein. Gut, liebe Zuschauer, es hat keinen Sinn. Wir sind wieder vorbei mit unserer Folge. Wir haben es jetzt um 3 Minuten überschritten. Hier muss ich mich schlau machen, hier muss man ein bisschen rumfahren, wie man das hier macht, wie wir das hier hinkriegen, dass wir unsere Sachen einlagern können, wie das mit dem Futter so mäßig aussieht. Ich meine, für Kühe und so weiß ich alle. Wie gesagt, neues System hier auch, da ist eines auch neu. Da gucken wir, wenn nicht, werden wir uns hier irgendwo was sehr schnell hinplatzieren müssen. Weil ich sehe, da sind ja auch manche Stellen wie dort, was sehr ungerade ist. Deswegen denke ich mal nicht, es wird hier irgendwo seinen Sinn und Ziel haben. Ich danke euch fürs Zuschauen. Wie gesagt, möchtet ihr mit dabei sein im Team oder sucht ihr ein neues Team um Herausforderungen oder sonstiges, dann meldet euch einfach bei uns. Wir würden uns über eure Bewerbung freuen. Und natürlich die auch beantworten. Bis dahin, macht's gut, euer SRBD-Mario 78.